Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute ist der 8.4. Und es ist Mittwoch, es ist unser dritter offizieller normaler Osterferientag. Und ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, mal ein Video zu machen, weil ich habe lange Zeit keins abgegeben, obwohl ich viele Versuche gestartet habe. Und mir ist aufgefallen, dass mir sowas wirklich sehr, sehr schwer fällt, nicht nur irgendwie alleine im Raum zu sitzen und mit mir selbst zu reden gefühlt. Sondern auch allein die Vorstellung, dass sich das eben auch andere anschauen und das vielleicht auch hochgeladen wird, war mir doch sehr, sehr unangenehm. Ja. Was will ich sagen? Ich will das nicht machen. Ich habe meine Corona-Ferien eigentlich gut genutzt, denke ich, also für meine Verhältnisse. Eiswaffel. Ich habe die Zeit genutzt, um mich viel mit mir selbst zu beschäftigen und Dinge zu machen, für die ich vorher keine Zeit hatte, eben weil Schule und ich nebenher noch arbeite. Und habe es tatsächlich geschafft, endlich mal meine Bücher zu lesen, die ich unbedingt lesen wollte. Ich habe mein Zimmer umgeräumt, wir haben Gartenarbeiten gemacht, alles, was wir irgendwie vorhatten zu machen. Ich habe total crazy Stuff gemacht, von dem ich immer gedacht hätte, dass ich es wirklich durchziehe. Ich habe beispielsweise kein richtiges Bett mehr. Das ist mein Zimmer. Ohne Bett. Ich habe lediglich noch einen Schreibtisch. Ja, ich schlafe auf einer Matratze, die so 5 cm hoch ist. Ja. Und habe aussortiert. Mein Zimmer komplett in Kombi mit Klamotten ausgeräumt. Ich habe gezeichnet. Ich habe ganz viele Sachen gemacht, die ich vorher eigentlich regelmäßig gemacht hatte und einfach keine Zeit mehr für hatte. Und mir über Sachen Gedanken gemacht und endlich mich mit Sachen abgefunden, abgeschlossen. Wie man einfach keine Zeit hat, wenn man eben in die Schule geht und jeden Tag lernen, Klausuren, arbeiten, da kommt man ja sonst nicht zu. Aber ja, das war's von mir erstmal und sonst schöne Ferien. Eiswaffel.